Die Autowelt ist ja in zwei Lager gespalten, in die Zweipedaler und in die Dreipedaler. Es gibt aber jetzt eine weitere Spielart, nämlich die Zweieinhalb-Pedaler, kann man das so sagen? Ja, zwischen zwei oder drei müssen Sie sich schon entscheiden, aber es besteht die Möglichkeit, das dritte Pedal wegzulassen oder das zweite viel besser zu machen, als es heute ist. Und das Ganze heißt dann E-Clutch. E-Clutch, ein englischer Begriff, elektronische Kupplung könnte man auch sagen. Und es beschreibt einfach die Möglichkeit, die Elektronik zu nutzen, um die Kupplung zu betätigen. Also die Elektronik, nicht die Elektrik. In grauer Vorzeit gab es ja Saxomat oder Hykomat mit einem kleinen Schalter am Schalthebel, der die Kupplungsfunktion dann übernahm. Ein bisschen besser ist es heute schon, oder? Ja, diese Systeme waren mechanisch oder mechanisch-hydraulisch. Heute hat man eine volle elektronische Einheit, die kommuniziert auch mit dem Motorsteuergerät, die weiß, wie das Fahrzeug fährt und stellt das Verhalten voll darauf ab. Und wie fühlt sich der Fahrer dabei? Also wenn er ein bekennender Dreipedaler ist, merkt er einen Unterschied zu einem hydraulischen System? Bei einem Dreipedaler idealerweise überhaupt nicht. Er setzt sich ins Auto, er denkt, er hat eine Kupplung wie normal, es fühlt sich alles gleich an. Er bemerkt höchstens, dass er zusätzliche Funktionalitäten hat, die ihn beim Fahren unterstützen können. Die sind zum Beispiel? Er kann zum Beispiel besser anfahren, weil die Kennlinie, die man dem Pedal überlagert, frei gewählt werden kann. Man kann hier den Pedalweg, den nutzbaren Pedalweg, verlängern und ihm damit eine bessere Möglichkeit geben, fein zu regeln. Also feinfühlig anzufahren, beispielsweise mit dem so oft zitierten Pferdeanhänger von der nassen Wiese. Zum Beispiel da, aber auch zum Beispiel im Stauverkehr lassen sich wunderbar weiche Anfahrvorgänge realisieren, ohne dass man der Dynamik damit schadet. Aber gerade im Stauverkehr wünscht sich ja mancher Dreifüßler oder Dreipedaler zum Zweipedaler. Er möchte also am liebsten nicht mehr kuppeln, weil spätestens nach dem 25. Mal das Fußgelenk anfängt zu schmerzen. Ja, wer diesen Wunsch hat, der sollte natürlich das dritte Pedal ganz weglassen. Dann braucht man nicht mehr zu kuppeln. Und man fährt an, je nachdem, wie das Pedal, das Fahrpedal, Gaspedal gedrückt wird, entweder sportlich oder eben im Stau ganz vorsichtig und kann mitschwimmen, ohne dass man die Kupplung drücken muss. Kommen wir mal zur Funktionalität des Ganzen. Ganz früher wurde mit Seilzügen oder Gestängen gearbeitet. In jüngster Zeit, bis heute, mit hydraulischen Systemen und mit Geber- und Nehmerzylinder. Wie funktioniert denn die E-Clutch? Die E-Clutch greift auf dasselbe System zurück. Sie nutzt die bestehende moderne Architektur einer hydraulischen Kupplungsbetätigung und sie ersetzt im Grunde lediglich das Kupplungspedal durch eine elektronisch-mechanisch-hydraulische Einheit, alles in einem Gehäuse, sodass eine Einheit im Motorraum die komplette Arbeit des Kupplungspedals übernimmt. Herzlichen Dank für die Information. Gerne. Auf Wiedersehen. Gerne.